Stop the count. Deutsche Stürmer. Die Bayern im Deutschland-Trikot sind der Chancenverwertung nach eher Schalker. Mehr unschönes Kleinklein als im deutschen Spiel gibt's sonst nur noch in Discounter-Frikadellen. King. Egal wie es ausgegangen ist. Einfach King. In dem Alter sowas zu bringen und als Spieler so viel Gas zu geben. Respekt. Auf wen trifft die deutsche Nationalmannschaft im Achtelfinale? Auf das Flughafenpersonal. Wie Jamal Musiala den Strafraum von Costa Rica sieht. Breaking News, Breaking News. Deutschland ist keine Turniermannschaft. Deutschland ist keine Turniermannschaft. Nein, Deutschland ist keine Turniermannschaft mehr. Sind wir eine Turniermannschaft? Nein, sind wir überhaupt nicht. Mhm. Wenn Deutschland noch 7 Tore braucht, müsste Costa Rica jetzt Brasilien einwechseln. Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Mann jagen 90 Minuten lang einem Ball hinterher und am Ende gewinnen immer die Deutschen, wenn sie die Gruppenphase überstehen. Macht er den? Nein, einfach 99% aller Torabschlüsse von Deutschland. Das Sommermärchen beginnt mit einem 4:2 gegen Costa Rica. Das Sommermärchen endet mit einem 4:2 gegen Costa Rica. Innerhalb von 2 Stunden gab es 9 Änderungen an der Finaltabelle der Gruppe E, und alle 4 Teams belegten irgendwann einen der beiden Qualifikationsplätze. So änderte es sich im Laufe der Nacht. Mats Hummels. Sieger der WM 2022. Von der Vorzeigefußballnation zur peinlichsten Clownshow im Weltfußball. Beim DFB läuft so einiges falsch. Bitte alles und jeden hinterfragen und Konsequenzen ziehen. Als nächstes folgt die EM in Deutschland und bis dahin muss der Laden vernünftig laufen.